Kapitel 7 Unterwürfig. Nichts passiert. Überrascht schaute sie nach, ob das Geschöpf nur keine Geräusche macht. Doch tatsächlich hatte sie es nicht geschafft. Sie ist daran gescheitert. Sie versuchte es immer wieder, doch sie schaffte es einfach nicht. Verzweifelt ließ sie sich an der Tür heruntersinken, steckte aber sofort wieder hoch, als sie ein Geräusch hörte. Sie versteckte das Buch unter ihrem Tuch und nahm das kleine Geschöpf in die Hand. Um dann herauszutreten. schreck bei Hermine am liebsten gleich wieder ins Bad herein. Rittel, zischte sie. Hallo Hermine. Sie musste ein Augenverdrehen unterdrücken. Was ist? Ich wollte eigentlich an der Bibliothek abfangen. Aber du schienst es eilig zu haben. Er hatte es doch nicht gesehen, oder? In der Tat. Aber wieso wollten Sie mich sprechen? Die Hausaufgaben für den Unterricht natürlich. Hausaufgaben? Wir sollen für Professor O'Kelly den Schutzzauber nachschauen. Ich dachte, ich könnte dich fragen, ob du auch deinen Teil übernehmen willst. Mist. Riddle schaute verwirrt aus. Das habe ich ganz vergessen. Sie vergisst nie Hausaufgaben. Das ist sehr unüblich für sie. Verwenden die Amerikaner gerne unhöfliche Ausdrücke? Ein Moment lang sah Hermine ihn verwirrt an. Dann ging ihr ein Licht auf. Oh, das tut mir leid, ist mir so rausgerutscht, murmelte sie. Zu dieser Zeit war man mit Schimpfwörtern sehr penibel. Nun gut, ich hab die Bücher bereits dabei. Er zeigte auf den Bücherstapel unter seinem Arm. Falls du das nicht als unangebracht betrachtest, diese Frage zu stellen. Warum warst du mit deinem Knuddelmuffel im Bad? »Stellen Sie mir gerade etwas, Mr. Riddle?« »Ich würde niemals die Ehre einer Frau in Frage stellen. Ich habe lediglich gefragt.« »Ich würde sagen, dies ist in der Tat eine unangebrachte Frage.« »Das tut mir aufrichtig leid. Können wir?« Sie nickte, und die beiden setzten sich an einen kleinen Tisch. Während der Arbeit lief es ganz normal ab zwischen den beiden, und schnell hatten sie den Aufsatz fertig. »Dann können Sie ja wieder gehen, Mr. Riddle.« oder? beginnt er und schaut ihr stechend in die Augen. Wir können deine Fantasie ausleben. Du hast doch sicher welche. Sie schaute ihm tief in die Augen, und er hatte so schöne Augen, und seine Haare sahen so flauschig aus, wie sie sich wohl anfühlten. Hermine stellte sich vor, wie sie sich küssten, wie sie ihre Hände in seinen weichen Haaren vergrub, wie ihre Becken sich aneinander rieben. Und er plötzlich seine Hand auf ihre Brüste legte und die andere auf ihren Hintern. Was dachte sie da bloß? Auf einmal sah sie ein suffisantes Grinsen in Riddles Gesicht. Sie haben in meinen Gedanken herumgefuscht. Dann auch noch so Unanständige. Schämen Sie sich! Sie erhob sich und in Riddles Gesicht machte sich ein überraschter Ausdruck breit, den er aber schnell wieder unter Kontrolle hatte und seine undurchsichtige Miene wieder aufsetzte. Hermine stürzte aus dem Zimmer, um ein bisschen frische Luft zu schnappen. Sie musste besser aufpassen. Wenn er ihre Gedanken lesen konnte, war alles verloren. Nicht nur sie, sondern alles. Niemand könnte dann noch aufhalten. Auf dem Weg traf sie Lucia. Hallo Lucia. Hallo Hermine. Was machst du ganz allein da draußen? Ich könnte dich dasselbe fragen. Lachte sie. Sie hatte ein bezauberndes Lachen. Eines, das das Herz aufblühen lässt. Und Hermine lachte auch. Ich war ein bisschen den Kopf durchlüften. Ja, ich auch. Studierend beobachteten Jung Black das außergewöhnliche Mädchen. Darf ich dir einen Rat von Freundin zu Freundin geben? Gerne. Halt dich von Riddle fern. Überrascht schaute das braunhaarige Mädchen die schwarzhaarige an. Was meinst du? Er ist Gift für dein Herz und deine Seele. Lucia stand kurz davor, in Tränen auszubrechen. Was hat er dir angetan? Er. Er. Sie schluchzte auf. Hermine wusste nicht genau, was sie jetzt tun sollte. Sollte Hermine sie umarmen oder kam das in dieser Zeit unhöflich rüber? Lucia nahm ihr die Entscheidung ab, als sie einfach weiterredete. Er war so charmant. Sofort Ich hatte mich in ihn verliebt. Da wehte also der Wind. Er wusste das. Kein Wunder. Er ist unnatürlich gut in Zwischenmenschlichem. Er weihte mich in seine Pläne ein. Sie erschauderte. Was für Pläne? Böse, unglaublich böse Pläne. Er hat mich ausgenutzt, mich und meine Gefühle für ihn. Er zwingt mich zu Dingen, er sie schluchzte wieder auf voller panik schaute sich hermine über die schulter schnell drehte sich lucia um und eilte weg hermine drehte sich um und sah warum sie weggerannt war riddle er hatte das talent immer im falschen moment zu kommen riddle hermine das ist wohl dein ding immer meinen namen zu fragen hermine schnaubte auf einen schritt er ihr den Arm und sie ergriff ihn. »Ich würde es wundern, wie du zu diesem Thema unverzeihliche Flüche stehst.« Überrascht sah sie kurz zu ihm herüber. Das war ihre Chance. »Wollen Sie meine offizielle oder meine persönliche Meinung hören? Wenn Sie zweiteres wollen, muss ich Sie bitten, nachher zu schweigen.« »Dann würde ich natürlich gerne deine persönliche Meinung hören.« »Wir haben in meiner alten Schule etwas damit herumexperimentiert,« Solange niemand darüber Erfahrung macht und man einen richtigen Grund hat, sind die unverzeihlichen Flüche perfekt. Den Folterfluch bleibt dabei aber mein Liebling. Ich möchte ja niemanden umbringen, nicht wahr? Natürlich nicht. Der Todesfluch ist nicht so meins. Hermine wusste, sie übertrieb hier in hohem Maße. Aber sie hoffte so, an ihn heranzukommen. Also hast du den Kruzertusfluch schon mal ausprobiert? Was wenn, wenn ja? Wer herrscht Was werde wenn ja? Wiederholte sie sich. Sie schauten sich beide studierend an. Riddle, die Unverzeihlichen sind verboten. Du kannst sogar nach Askaban kommen. Natürlich kann ich nicht. Und natürlich habe ich noch nie ausprobiert. Natürlich, meinte Riddle, obwohl er etwas anderes wusste. Natürlich konnte er hören, wie sie den Fluch auf den Knuddelmuff abließ. Und durch das Buch? Welches er in der Bibliothek und im Bad gesehen hatte, musste er nur noch eins plus eins rechnen. Aber er verstand sie nicht. Sie schien und blieb wohl ein Rätsel für ihn. Doch leider lebt der Riddle Rätsel und ist mehr als angetan, diese auch zu lösen. Es ist ein einfaches gewesen, ihren Geist einzudringen und ihre Fantasievorstellungen zu zeigen. Er war jedoch überrascht, dass sie es merkte. Er musste sie zum Reden bringen. Ein Plan verfestigte sich im Kopf des Jungen. Er schaute grinsend zu dem nichtsarmenden Mädchen herüber.